Also wir haben dann auch angefangen im Januar mit dem Bau von unserem ersten Gebäude. Das Projekt repräsentiert ja eigentlich eine Plattform, wo Leute zusammenkommen können, voneinander lernen, wo sich weiterentwickeln können. Und so ist es auf eine Art eigentlich noch treffend, dass unser erstes Gebäude eigentlich eine Plattform war. Also wir wollten einfach eine Holzplattform, wo man sich austauschen kann. Mittlerweile ist es ein grosses Gebäude geworden. Gleichzeitig ist Joanna ist zurückgekommen. Also nach ihrem Praktikum hat sie auch eine Masterarbeit gemacht bei uns. Von einer deutschen Uni. Und ihr Thema waren eigentlich soziale Indikatoren, also die nachhaltigen Entwicklungsziele von der UNO, die SDGs. Was tragen wir dazu bei, zu welchen Zielen? Und wie misst man das? Oder? Also eigentlich ein Monitoring-Framework. Wie dass wir unseren Fortschritt messen können, sodass man es international versteht, die richtige Sprache verwendet sozusagen. Und eine Baseline, also wie steht es um die Indikatoren in der Lokalbevölkerung. Genau, das ist eigentlich ihr Output. Und das ist eine schöne Basis. Nach 15 Jahren kann man mit den gleichen Leuten wieder die ähnliche Befragung machen und nachher schauen, hat sich etwas verändert für die. Klar können wir dann nicht sagen, dass 100% von dieser Veränderung wegen uns ist, aber es kann doch ein Indiz geben, dass wir etwas können dazu beitragen können, dass sich etwas positiv verändert hat für gewisse Leute in dieser Region. Ja, unsere erste Mitgliederversammlung, da sind wir noch ein bisschen wenig. Im Moment sind wir 35 Vereinsmitglieder, aktive die meisten, ein paar passive growing. Also viele von uns sind ja da auch Teil davon. Und wenn ihr Interesse habt, das zu werden, dann könnt ihr auf der Website euch anmelden. Gleichzeitig haben wir dann wirklich erst dann eigentlich wirklich das Land können beziehen. Also wir haben ja dort kein Wasser gehabt, kein Strom lang und so weiter. Und da haben wir dann das Camp aufgeschlagen. Zusammen mit dem Bau von dieser Plattform hat dann das angefangen im Februar. Sind wir dann effektiv auf dem Land gewesen. Und das ist hat schon sehr geholfen, um schneller vorwärts zu kommen in der Entwicklung von dem Projekt. Gleichzeitig haben wir angefangen, Pilze und Bienen zu züchten. Wir haben jetzt hier die ersten getrockneten Pilze, haben ihr vielleicht schon gesehen. Und Honig und noch ein paar andere Produkte aus dem Projekt. Also das ist sozusagen ein Substrat, wo man nachher die Pilze drauf tut, züchten. Also das ist Sagmehl. Und das sind die Bienenschwänze, die wir einreiben mit Zitronengras. Dann zieht das Bienen an und dann können wir sie da bei uns halten. Und weil in Ghana ist es halt oft so, dass die Leute zum Honig machen gehen in den Busch und brennen sozusagen die Bienen sie sterben bei diesem Prozess. Und wir möchten halt zeigen, dass es möglich ist, um in Harmonie mit den Bienen leben, Honig produzieren und dass man die Bienen wegen dem nicht töten muss. Ja, Trockensaison. Das ist, da haben wir noch keinen Brunnen können bohren, weil wir noch keine Straße hatten. Und dann haben wir das eine kleine Wasserloch, das wir hatten, das dann nachher trocken war, haben wir einfach gegraben, soweit wir können. Relativ schnell sind wir dann leider auf Stein gestossen. Ja, Papa! Ja, Papa! Free forever! Also ihr seht, relativ viel Handarbeit, oder? Man schwitzt in der Sonne. Da ist dann das Pilzhaus, also das ist jetzt fertig, wo wir am Bau sind. Wir brauchen eigentlich immer nur natürliche Materialien zum Bau. Das zum Beispiel sind Mittelrippen von so Raffia-Palmen. Ja, Holz, Erde, sodass man kein Abfallproblem kreiert eigentlich mit dem Bauen. Und der nächste Meilenstein, ja, da haben wir dann halt ein bisschen Diesel gebraucht. Das geht leider noch nicht ganz ohne. Wo wir haben können unsere Strasse bauen. Das war ein riesen Ding für uns. Weil nachher haben wir wirklich können Material herfugen und viel schneller vorwärts kommen. Das Luftbild von der Strasse, also das ist die Hauptstrasse, geht da führen zum Dorf, zum Strand. Und da fängt eigentlich unser Land an, von da bis da. Und da unten sieht man, da wäre jetzt wieder das Solarpanel und der Garten wäre da unten. Da sieht man nachher noch die Streifen, die wir jetzt agroforst gemacht haben, das zeige ich gerade noch. Und das ist wirklich gerade der Moment, wo die Straße frisch gebaut ist und da wird gerade der erste Container, den ich euch gezeigt habe, den wir aus der Schweiz geschickt haben,
wird da am Bulldozer an einer Stahlkette auf den Hügel raufgekieft. Weil wir haben es dann geschafft, also das ist auch ja, halt eine kleine Geschichte mit der Verzollung und dem Transport von dem Container, das war ein ziemliches Projekt. Aber ja, irgendwie funktioniert es dann, das wird verladen und geht los. Ja, der ist dann aufgezogen worden und das ist der Moment, wo er abgeladen wird, oder? Du brauchst dann auch noch zwei grosse Kräne, oder? Wo der Container links und rechts aufladen, also aufheben. Ja, da ist dann auch nicht gegangen, viel zu schwer, wir müssen ausladen und so, aber schlussendlich ist dann der da weggefahren und der ist aufs Land abgetroppt und wir sind alle voll übergekehrt. Also es war ein ziemlicher Moment gewesen, der Abend. Weiterer Meilenstein natürlich, wo wir dann Strasse gesehen haben, haben wir können bohren nach Wasser. Jetzt haben wir einen 40 Meter tiefen Brunnen, wo wir können Wasser fördern, im Moment noch mit dem Benzingenerator, aber sehr bald. Danke Eduardo, der uns für den zweiten Container 3 schöne Solaranlagen gespendet hat. Können wir da mit der Sonnenenergie dann das Wasser aus dem Boden fördern. Und dann müssen wir natürlich nachher nicht mehr wie in der letzten Trockensaison mit den Kanistern Wasser herfahren, um das Gemüse zu bewässern in der Trockensaison. Weil wir eben wirklich immer können fördern und das direkt nachher in das System speisen. Ja, endlich Wasser, das war auch ein rechter Moment. Genau. Das heisst natürlich auch, dass man in Ghana trinkt man das Trinkwasser aus so halb Liter Plastiksäckchen. Oder, und da kauft man immer so einen grossen Sack mit 15 Liter, also so 30 so Säckchen. Und die landen dann halt einfach alle irgendwo und ja, verschmutzen halt. Und durch das können wir natürlich nachher filtern und können den Plastik einsparen. Die ersten Bienen sind dann gekommen im Mai. Gleichzeitig ist es eben darum gegangen, die Monokultur von diesen Ölpalmen zu diversifizieren. Die Pflanzung von dem sogenannten dynamischen Agroforstsystem. Also man sieht jetzt auf dem Bild, da haben wir dann zum Beispiel jetzt zwei Reihen von diesen Ölpalmen abgenommen und diversifiziert mit verschiedenen Holz, Frucht und auch Medizin- und Düngerbäumen. Aber auch ganz viele andere annuelle und andere Kulturen, also Ananas hat es drin, Mais, Erdnuss, Maniok und die Hauptfrüchte sind eigentlich Avocado, Zitronen, es sind verschiedene Hölzer drin und so weiter. Ein kleines Büro haben wir, das ist dann im Dorf selber. Dass wir sind ja nicht ganz im Dorf, wir sind ein bisschen vom Dorf entfernt, so dass man wirklich auch ja, uns kann, also es ist ja für die Leute, dass man bei uns kann vorbeikommen und reden und nachher wir ihnen auch das Projekt auf dem Land können zeigen. Im Juni haben wir dann das erste Mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben da das schöne Banner gemacht und sind an der Afro-Pfingsten einen Stand gehabt und mal das erste Mal den Leuten so öffentlich erzählt, was wir machen. Und es war ein tolles Event gewesen. Wir haben dann auch noch an einem anderen Event den Stand gehabt. Ein bisschen später im Jahr, ein weiterer Massenstand von mir, haben wir unsere erste Solaranlage, die wir im ersten Container hatten, können installieren. Also es war natürlich ein Wahnsinnsmoment für uns. Oder dann haben wir können mit der Kabelrolle dann zu der Plattform den Strom ziehen. Und jetzt können wir alle, also Telefon, so, also 600 Watt, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel, aber so für Telefon laden, Laptop laden und alles, was wir so kleine Sachen, die man halt braucht für den täglichen Gebrauch, das ist jetzt abdeckt und das ist sehr, sehr toll. Ja, jetzt sieht die Plattform so aus. Wenn ihr euch erinnert, wie gross der Tank ist, 15 Kubikmeter, seht ihr, dass das Haus mittlerweile relativ gross ist. Also wir haben hier den Hügel reingebaut, oder? Und die erste da die Plattform gemacht. Nachher hat es gesagt, ja, jetzt kommt die Regensaison, wir brauchen das Dach. Dann haben wir das Dach aufgezogen und später haben sie gesagt, ja gut, jetzt graben wir hier unten noch den Hügel weg und dann gibt es da unten noch eine Küche und einen Schuppen, sozusagen, wo wir unser Gerät können. Und da oben gibt es jetzt noch einen Boden, wo man dann aufsteigen kann und dann hat man da so ein Schlaflager. Das ist Stand von unserer Komposttoilette. So soll sie dann schlussendlich aussehen. Da unten ist dann, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat, der Dünger. Aber man steigt eben da oben, um das zu tun, sodass man in dem Sinne auch die Nährstoffe, die wir als Menschen auch ins System hineinbringen, dass wir die können verwenden können und dass sie nicht einfach verloren gehen. Ja, und dann da noch ein paar sehr aktuelle Bilder, wo wir jetzt dran sind, die
größere Farm auch zu etablieren. Das ist in einer anderen Region von Ghana, wo wir jetzt 20 Hektare Bio-Ackerbau machen. Wirklich mit ein bisschen maschinell und auf den Markt ausgerichtet, so dass wir ein bisschen etwas erwirtschaften können. Und da sind wir gerade jetzt die Straßen bauen. Da ist ein Luftbild, wie wir den Platz am Freiraum sind. Also es wird dann keine Monokultur, es wird dann schon ein waldähnliches System, Streifenanbau, Mischkultur und so. Aber ja, am Anfang muss man halt ein bisschen frei machen. Da sind wir jetzt dran. Und das ist da in dem Dorf, das ist jetzt ein bisschen im Inland und nicht in Busua selber. Ja, dann nach diesen Eindrücken noch kurz ein paar Zahlen. Also das Fundraising, wir haben dann dieses Jahr auch eine Tür-zu-Tür-Gönner-Werbekampagne gemacht. Wir haben eigentlich auf Input vom Team, das von Tür zu Tür gegangen ist und die Leute aufgeschrieben haben, wir haben etwa, was sind 600 in der Datenbank mittlerweile. Die Öffentlichkeitsarbeit, das ist gut gelaufen, da geht es aber nicht jetzt primär ums Fundraising, sondern auch ums Bekanntmachen vom Verein. Und das Stiftungsfundraising 2019 war also jetzt erfolgreich gewesen, im Vergleich zu letztes Jahr. Wir haben Zusagen von 6 Stiftungen bekommen, über insgesamt 40'000 Franken. Und auch 3 von diesen 6 Stiftungen haben eine mittel- bis langfristige Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. Also das ist eigentlich schön. Jetzt wissen wir auch, dass wir ein gesichertes Einkommen haben und können ein bisschen budgetieren, besser planen und so. Letzte Woche war der Giving Tuesday und wir haben unsere erste Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das ist von der globalen Plattform Global Giving. Und unser Ziel ist es, da 5'000 Franken zusammenzubringen bis Ende Jahr von mindestens 40 Personen. Wenn wir das schaffen, dann werden wir permanent dann gelistet auf dieser Plattform. Und das wäre natürlich sehr vorteilhaft für uns. Also falls ihr noch irgendjemanden kennt, der noch 20 Franken hat oder so, wo er noch gerne möchte spenden möchte, dann sagt doch dieser Person, das wäre noch etwas Cooles. Und dann schaffen wir es hoffentlich bis Ende Monat. Ja, insgesamt haben wir können 100'000 Franken generieren dieses Jahr. Also das ist eigentlich schön. Wir haben fast so viel ausgegeben. Aber das heisst auch, dass schlussendlich immer noch ein bisschen etwas rum ist und wir können weiterarbeiten und die Pace eigentlich, wie wir sie jetzt haben können fahren, können hochhalten und Eigenleistungen sind etwa gleich geblieben. Aber ja, wir sind also wirklich jetzt die letzten 2 Jahre so in der Investitionsphase gewesen. Und haben das Gefühl, jetzt kommt auch etwas, sollte in naher Frist auch etwas zurückkommen. Noch ein paar allgemeine Zahlen. Also wie gesagt, wir haben 10 im Moment Mitarbeiter. Also das sind lokale, junge vor allem Leute, die angestellt sind und ein monatliches Einkommen bekommen, wo sie dann ihre kleinen Familien damit können ernähren können. Das waren etwa 100 Besucher, 50 lokale, 50 ausländische. Insgesamt haben seit 2008 schon 9 internationale Praktikanten ihr Praktikum erfolgreich abgeschlossen, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus Finnland. Wir haben die Masterarbeit gemacht, die ich euch schon gesagt habe. Und auch nächstes Jahr sieht es wieder so aus, dass ein paar Obronis möchten den Winter, Winter entfliehen. Also die kommen irgendwie komischerweise immer so im Februar und bleiben dann so bis Mai, Juni, wenn es nicht warm wird in der Schweiz. Ja, das wird eine interessante Sache. Im Wasserthema werden wir weitermachen mit jemandem vom Kanton Basel-Land, der ein Wasserspezialist ist, Landheilkunde, Agroforst. Und auch eine sehr interessante Bachelorarbeit ist geplant über das Thema Umweltbildung durch touristische Angebote. Also wenn man zusammenkommt und so ein bisschen ein Nachhaltigkeitsmind hat, wie läuft dann da der Austausch und inwieweit kann das zu Sensibilisierung führen für solche Themen von der Lokalbevölkerung und was lernen auch die ausländischen Besucher durch die Interaktion? Ja, dann noch kurz vorausschauen, was steht jetzt an, was ist geplant? Also sicher die Komposttoilette mal fertig bauen, das ist sehr wichtig. Was wir auch gesehen haben, was sehr zentral ist, ist, dass man eigentlich die Lebensmittel, die man produziert, auch kann verarbeiten, Haltbarkeit machen, Wertschöpfung generieren, so ein bisschen unabhängiger ist vom Markt und auch nicht viele Sachen kaputt gehen. Das war ein bisschen ein Problem gewesen, vor allem beim Gemüse. Die Solaranlage möchten wir ausbauen, haben wir auch Unterstützung bekommen von einer Stiftung und Spende von Eduardo.
wo wir da Schritt für Schritt jetzt die Elektrifizierung vom Zentrum können ausbauen. Und dann, das ist ein Beispiel aus Thailand, jetzt möchten wir auch mehr Wohnraum schaffen. Und zwar möchten wir Dom bauen. Also es ist eine sehr interessante Bauart, dass man rund baut. Vom energetischen her gesehen. Und für das möchten wir den sehr interessanten Baustoff verwenden, den Luftbeton, sogenannten Aircrete, wo man eigentlich einen sehr porösen Zement macht, also oder einen sehr porösen Beton. Man schäumt eigentlich Luft auf mit Seife und Wasser, Druckluft. Es gibt dann so wie einen Rasierschaum und tut das mischen mit Zement und Wasser. Und es gibt einen sehr interessanten, sehr leichten Baustoff. Isoliert gut, ist Hitze, alles Mögliche beständig, rotet nicht, weil der Hauptbestandteil ist Luft. Oder? Und das wird sehr interessant. Wir sind dann im Januar an einem Workshop, 2 Wochen, wo wir mal so ein Gebäude bauen, in Ghana selber, also jetzt nicht bei uns. Und nächstes Jahr möchten wir wirklich mehrere, wenn dann ihr auf Besuch kommen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, könnt ihr vielleicht in so einem Häuschen dann hausen. Ja, und nachher, also vielleicht nochmal, um ein bisschen rauszuzoomen. Also die Idee ist ja, dass man ein Ausbildungszentrum hat, ein Vorzeigebeispiel, oder wo man dann, und es geht schlussendlich dann wirklich um Wissensvermittlung, oder? Also dass man dann kann rumlaufen in dem Zentrum und schauen, gut, wir leben jetzt hier so und das funktioniert. Gewisse Sachen funktionieren, vielleicht nicht alle, also so. Limitationen, Potenzial aufzeigen und dann da auf der Plattform dann wirklich den Erfahrungswissensaustausch vollziehen. Auch zum Beispiel, wenn man etwas kocht, oder dass man den Leuten nicht nur einfach ein Gericht serviert, sondern auch Informationen für die es interessiert, was ist da drin, was hat das für Vorteile, für Gesundheit und so weiter und so fort. Und dann im Restaurant, in der Farm, dass wir wirklich dann auch Arbeitsplätze schaffen können, wenn wir es schaffen, mit absehbarer Zeit rentabel zu sein. Das Budget für nächstes Jahr ist so, im Stiftungsfundraising habe ich das so eingegeben. Das sind insgesamt das Budget von 160'000 Franken. Das sind aber viele auch Eigenleistungen, also mit Arbeit und so weiter. Also effektive Auslagen haben wir etwa so 75'000 Franken. Und das sieht soweit eigentlich gut aus, dass wir das dann da gut arbeiten können. Aber das sind nur Richtwerte. Ja, dann würde ich mich sehr ganz recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich sehe, es ist, glaube ich, niemand eingeschlafen. Das ist sehr erfreulich. Also, ihr sind alle sehr herzlich eingeladen. Es lohnt sich schon, irgendwie mal das zu sehen. Also, ihr seid herzlich willkommen.